Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir verlassen mal die Stadthalle und gehen gleich mal weiter zu Key. Ja, wir haben jetzt ein paar neue Aufträge dabei. Key braucht mal wieder ein paar unserer Discs, die wir jetzt freudig entgegendrücken. Amira hat Geburtstag, der müssen wir jetzt auch noch gleich ein schönes Geschenk kaufen. Und zwar kriegt die von mir dasselbe wie ihr Bruder auch schon, so eine Schaukel. Deswegen wir mal ganz kurz zu der netten Heidi müssen. Ich weiß, es ist ein bisschen teuer, aber ich meine, wir haben schon, keine Ahnung, 6.000 gefühlte Kirche gespendet, einfach mal so. Jackboy-Swing. Bestätigen. 3.400, das ist ja Kleingeld für uns. Kleingeld ist das. Ich meine, allein wahrscheinlich, wenn wir diesen komischen Anmeldetisch da bauen, dann haben wir wahrscheinlich auch schon wieder 3.000 darin. Oder der ist halt so kompliziert, dass wir das nicht darin haben. So. Ist denn die Amira? Die wird uns jetzt doch auf. Die wird uns jetzt gleich um den Hals fallen, wahrscheinlich. Ich finde es auch schön. Ah, da ist sie ja. Sie einfach getrennt von ihrem Bruder wohnt. Also richtig weit getrennt. Nicht so nebeneinander, sondern so irgendwie auf der anderen Seite, einer anderen Straßenseite so. Bestätigen. Was hast du an meinen Geburtstag gedacht? Das ist wunderbar. Du hättest aufsteigen können. Du hättest wirklich aufsteigen können. Aber das bist du nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob es sich wirklich so lohnt, den Leuten hier was zum Geburtstag zu schenken, weil es halt einfach nicht so ist wie in Portia, dass die halt dir dann um Hals fallen und dir, keine Ahnung, 90 Freundschaftspunkte schenken. Sondern halt einfach wie jeden anderen Tag 16. Aber vielleicht schenken die dir dann auch was zum Geburtstag. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht Sinn macht, ihm was zu schenken. Hallo. Ja, ich habe schon mal... Ich habe hier so Datendisk und ich weiß ja, dass du ein bisschen drauf... Ich habe meine Datendisk weggeräumt. Wie blöd bin ich eigentlich? Gut, wir kommen dann wohl später wieder. Ich soll jetzt ein bisschen nach diesem Fasergewebe das suchen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um alles andere. Was? Jede Jahreszeit bringt Sandrock ein neues Aussehen. Das finde ich fand nicht so... Also irgendwie sieht hier alles gleich aus, für mich zumindest, aber wenn das Spiel meint, dann ist das wohl so. Ach, da ist wieder unsere Need Item Name. Bye. Ach, die Mathilde. Ah, schau mal, da steht wieder so ein Spendenkorb. Oh, Geld spende ich hier. 2000 kommt. Miguel ist Verbündeter und Bugeres ist direkt Kumpelin. Krass, und dadurch hat dann Bio und Pen Freundschaft bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau passiert ist, aber krass. Ich habe wieder ein Freundschaftsproblemchen weniger. So, Filterkern. Das muss ich muss da noch irgendwas bauen, was ich angenommen habe, was eigentlich easy war. Genau diese Stahlbahn da, die ich eigentlich eh habe. Habe ich die sogar in meinem Inventar. Gut. Filterkern habe ich nicht. Dann schauen wir mal, was wir... Oh, ich habe einen Wissenspoint. Was haben wir denn da? Was kann ich denn hier auswählen? Werkstatt war klar. Ich nehme einfach mal das hier. Ja. Ich nehme die Produktionsgeschwindigkeit. Da haben wir eh bald alles. Doch, aber ich vermute mal, dass das dann ganz schnell so erhöht wird irgendwie. Obwohl wir halt hier auch schon viel haben. Vielleicht müssen wir das aber alles aufbessern. Mittlere... Ja... Sage ich doch, wir müssen es mal auf Mittel hochstufen. Gut, was haben wir dafür alles gebraucht? Ich glaube aber, dass wir von unserem Ding Zugriff hatten auf das alles. Ich nehme noch meine Datendisk mit. Und dann suchen wir Heidi und werden unsere Workbench hier aufbessern. Wird schon alles hinhauen. Wenn nicht, muss ich irgendwie in Produktion dafür gehen. Datendisk. Wo habe ich die denn da reingeschmissen? Warum bin ich eigentlich so blöd und schmeiß die überhaupt irgendwo rein? Da sind sie. So. Ja, die Kirche ist auf einmal wieder unser bester Freund. Sagen wir der Kirche, was spendest du? Sie sehr freundlich zu dir. Ist immer sehr schön. Die Kirche, die ist sehr großzügig zu mir, weil ich so gut spende. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, bald 6.000 oder 8.000 habe ich jetzt schon an die Kirche. Ach so, das ist das Haus des mysteriösen Mannes. Ja, da würde ich mich rein. Wir haben schon wieder den 11. des Monats. Also die Tage gehen hier echt um einiges schneller rum als im Portia.
In Portier, da bist du, keine Ahnung, irgendwie gefühlt den ganzen Tag irgendwie unterwegs gewesen, so. So, jetzt darfst du machen. Jetzt darfst du mir einen Veredler. Ich will mit Veredler, ja. Und du darfst dich ein bisschen beeilen. Goodbye. Goodbye. Cheesy Key. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Heidi, geben ihr unsere Manganstahlbahn und hoffen dann, dass sie unser Work-Dings verbessert. Mal schauen. Da muss ich eigentlich mit der nächsten Jagdmehlstation schon rausfahren und hoffen, dass wir ein Fasergewebe für den dicken Bugeris, glaube ich, finden. Dann ist der auch, der ist ja nur besser mit uns befreundet. Überholt bald Avio und das ist keine gute Sache, weil der halt echt nicht mein Fall ist. Ich glaube, man kann ihn nicht heiraten, deswegen alles gut. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, dass der so schnell unser Freund wurde. Es war zumindest nicht mein Plan. Ich wollte immer so Abstand zu Bugeris. Er war mir nie wirklich sympathisch. So, Heidi, wo stehst du wiederum? Ach, muss ich die jetzt erst noch suchen? Aber zum Glück kann man die Leute hier so orten, wenn man hier so hier sagt, Frau, oh, dann kann man die hier so orten. Ging natürlich im Port ja auch schon. Ist da raus. Muss sie erstmal suchen, wahrscheinlich pennt die wieder oder so. Keine Ahnung, was die treibt. Zu 90% ist mir das auch egal, aber. Schauen wir mal. Schauen Sie unbedingt den gesamten Moon an. Ja, da bin ich sehr oft. So. Geringe Qualität. Hey, habe ich da eine bessere Qualität und eine schlechtere? Weiß ich gerade nicht. So, ja. Okay, 99 Punkte plus 22 Freundschaft mit Heidi. Okay. Ich weiß nicht, ob wir wirklich auf volle Freundschaft mit jedem gehen wollen, wenn wir schon die Alpha-Version jetzt spielen. So, schauen wir mal, ob wir das verbessern können. Also ich hätte gerne die bessere Workstation. Aber ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich mein Haus ausbaue, weil ich da irgendwann nichts mehr reinstellen kann demnächst. bereits im Besitz. Montagestation. Ich hätte die gerne verbessert. Okay, ich brauche noch 9 Bronzeplatten. Okay, das ist alles. Okay, 9 Bronzeplatten. Wow, kriege ich hin. 9 Bronzeplatten. Gebe ich gleich meinen Auftrag? Und dann machen wir das. Kriegen wir hin. Und dann, ich brauche noch mehr Bronzeplatten. Ich sehe schon, ich brauche noch mal 4 extra. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal 13 Bronzeplatten Auftrag geben. Gummischalen sollte ich da haben, weil ich irgendwann mal Gummi zerlegt habe. Und was haben wir dann noch? Bronzerohre kann ich auch gleich einen Auftrag geben. Marmorziegel könnten wir sogar haben. So. Dann gehen wir mal nach da vorne. Anschauen. Okay, also wir brauchen ein bürgerliches Ding. Das hier ist mir gerade wichtiger. So, wir brauchen nicht nur 3, wir brauchen, um genau zu sein, einmal 9 und dann nochmal 3, also 11. Ah, und dann habe ich keine mehr. Okay, du machst auch nochmal eine Gummischale. Danach. Erstmal 13 Stunden. Und du machst. Okay, die hast du aber schon. So, warte, schau mal. Hat der noch was dann zu tun? Du machst dann auch Gummischrott mal wieder. Okay. Ihr geht mehr auf Bronzebahn. Ihr könnt die hier ruhig vorziehen. Die Bronzebahn ist gerade ein bisschen wichtiger. Brauchen wir gerade. Okay, morgen muss ich dann auch mal wieder in die Mine, um Kupfer zu holen, weil tatsächlich unser Kupfer jetzt mal leer ist. Aber das hat noch Zeit bis morgen. So. Da hinten, das wächst ja. Ich kipp mal kurz das ganze Wasser rein. Einfach, dass es immer gut gewässert ist. Dann fahren wir jetzt raus, holen das Fasergewebe schnell.
Und wir müssen jetzt eh warten, dass unsere Bronzeplatten fertig sind. Wird schon alles werden. Okay. Das haben wir schon mal. Und ich kann dir noch einen Auftrag schnell annehmen. Das mache ich auch mal direkt. Dass das vielleicht, wenn wir da irgendwas machen müssen, dass es schon mal fertig ist bis dahin. So, schauen wir mal rein da. Auf in die Handelsgilde. Da bin ich ja hoffentlich immer noch Erster. Stand mit ab. Wenn man es gerade so gekürzt hat, könnte es prüfen. Leeres Präsentationsding, okay, prüfen. Alle an Jan abdressieren. Jan, du bist der Beste. Nein, nein. Das ist halt das Chilligste im aktuellen Besitz. Da steht immer, wie viele da sind. Wir nehmen einfach mal den Hugo und das können wir dann auch kurz fressen gehen und dann mit der restlichen Energie ein bisschen holen. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein. So. Dann gehen wir direkt mal, also fahren wir direkt mal zu dieser Jagdmilchstation am Arsch der Welt raus und gehen dann in den Dungeon. Mathilda ist da unterwegs. Ja, ich habe viel für deine Kirche gespendet, okay? Reiten zur Jagdmehl. Hat sich sogar, wo Geras ist. Ja, Gecko-Station. Also da ist dieses Jagdmehl-Station echt sinnvoll und da zahle ich echt gerne diese 20 Gold. Also ich habe gerade 2000 Gold an die Kirche gespendet, deswegen sollte es eh keine Frage sein, dass ich eh schon ein sehr spendabler Mensch bin. Darf ich hier hinten was abholzen? Ich frage für einen Freund. Darf ich hier alles abholzen? So, hallo Gecko-Station. Okay, genau, wir sind hier auf der Suche nach dem Fasergewebe. Und ich hoffe, dass wir einige davon finden können. Und morgen, also wenn wir jetzt dann alles davon haben, dann schauen wir mal wieder in die Kupfermine und sammeln sehr, sehr viel Kupfer. Wenn wir schon wieder keine Bronze-Bond mehr haben. Okay, da ist nichts. Da unten ist eine Statue vom Jausus. Den zweiten. Okay, Okay. Ich denke einfach mal, hier ist nichts. Okay, was haben wir hier? Da haben wir lustige Stromdinger, aber da ist eh nichts drin. Da könnte allerdings was richtig. Expertentruckbox, da kann es auch passieren, dass ein Phasegewebe drin ist. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen auf. Suche, ein Graphit. Das ist natürlich eine freudige Überraschung. Und das ist eine Experten-Toolbox. Wer hätte es erahnen können? Wir machen sie auf. Phasegewebe 2. Okay, nice. Gut, dann sammeln wir jetzt nämlich ein bisschen anderes Zeug mal hier. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen auf das Manganerz und schaue auch, dass wir ein bisschen Graphit vielleicht finden, weil das ist irgendwie so ein kleines Mangelwarnding. Also man kriegt das irgendwie da schon raus, aber es ist halt nicht so häufig. Aber ich brauche das. Ich habe mich entschlossen, wir brauchen mehr Graphit. Und deswegen Nickelerz-Bonus. Okay, cool. So, das Schwefelerz. Ich wusste auch nicht, dass tatsächlich Eisen aus Schwefel kommt. Ich dachte eigentlich, das sind zwei unterschiedliche chemische Reaktionen, aber okay. Wenn das Spiel meint, dann wird es wohl so sein. So, da hinten ist noch so ein Garn-Ding. Das nehmen wir doch gerne mal mit. Und hier diesen Fleck, da bauen wir doch auch gerne ab. Ein Graphit wieder. Das brauche ich halt immer für diese Stahlstangen und ja, davon brauche ich ein paar. So. Ah, was haben wir denn da? Ein Schwefelkies. Wie schön. Welche Freude, ein Schwefelkies vor mir zu haben, den ich seit der Band ab. Okay, was haben wir da?
Ein Manganerz. Ich muss halt immer schauen, ob da irgendwo Strom am Boden ist, weil das halt hier echt scheiße einfach nur ist. Okay, hauen wir die ganzen Steine weg. Komm, ein bisschen Graphit kann der uns nochmal geben. Eins. Eins ist halt nicht viel, das ist mein Problem. Ich bräuchte halt irgendwie so 30 mal. Wir sind Level Up. Ich denke mal, bei Level Up muss ich Punkte aussuchen, aber ich muss das ja gar nicht beim Level Up machen, sondern irgendwie immer, wenn ich irgendwie eine bestimmte Anzahl von Sachen weggehauen habe. Aber sammeln können wir, glaube ich, auch nicht mehr so heftig was reißen. Okay, da krabben wir uns aber mal nach unten. Krabb dich nach unten. Sei ein braves Handwerkerlein und mach, was ich dir sage. So, da wird wahrscheinlich die Map dann wieder zu Ende sein. Oh, schaut mal, ein Graphit. Es gibt zwei Graphit. Es ist nur Sand hier, das brauche ich ja gar nicht. Und wir haben eine Statue vom Jausus. Was für eine Schande. Ich bin kein Fan vom Jausus den Zweiten. Das muss ich durchaus mal sagen. Weil ich bin auf Banyos Seite. Einfach weil Banyo krass ist. Okay, machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Might Hermit Sandrock. Bis dahin. Tschüss.